Diversität ist ein kostbares Gut. Nur wenn wir respektvoll miteinander umgehen, werden wir dieser gerecht. Wo Grenzen überschritten werden, entstehen Verletzungen. Alle können dazu eine Geschichte erzählen. Auch unsere Schulleitung. Dieser Satz erinnert an eine Erfahrung, die ich vor langen Zeiten gemacht habe als junger Mensch. Als ich kam von der Weltschweiz in die Deutschschweiz. Meine Bekannten haben mich als der Franzose genannt. Obwohl es war sicher nicht so gemeint, hat es mich irritiert, weil ich fühlte mich als Fremder im eigenen Land. Ob ich so etwas schon mal beobachtet habe? Ja, leider weiß ich von Situationen, wo zum Beispiel Professoren, administratives oder technisches Personal nicht mit demselben Respekt oder derselben Zuvorkommenheit behandelt haben, wie sie es andererseits mit Kolleginnen oder Kollegen aus der Professorenschaft machen würden. Kommentare wie diese habe ich tatsächlich öfter gehört. Und leider habe ich es häufig genau in den Momenten gehört, die für mich Momente waren mit großer Freude, weil ich gerade einen Erfolg hatte und was besonders Schönes passiert ist. Und dann kamen diese Sätze und haben mich tatsächlich auch damals schon und bis heute sehr getroffen. Und jedes Mal war es so, dass ein bitterer Nachgeschmack bleibt. Für welches Verhalten wollen wir uns an der ETH Zürich einsetzen? Wir tolerieren an der ETH keine Form der sexuellen Diskriminierung. Diskriminierende Kommentare oder abfällige Bemerkungen als Witz zu klassifizieren, finde ich absolut indiskutabel. Wann immer ihr mit solchen Vorfällen konfrontiert werdet, kann ich euch nur auffordern, tut etwas, steht dafür ein. Hier an der ETH gibt es sehr, sehr viele unterstützende Stellen. Sucht diese Stellen auf, wann immer ihr Diskriminierung erlebt, wann immer ihr Zeuge von Herabwürdigung werdet. Das Thema Respekt liegt mir in der Tat sehr am Herzen. Im Endeffekt sagt ja, wie wir miteinander umgehen, auch etwas über uns selbst aus. Für mich sind wir an der ETH wie eine große Familie. Und ich möchte, dass wir in dieser Familie alle respektvoll miteinander umgehen. Und speziell wichtig ist mir die Förderung des Zugehörigkeitsgefühls zur Institution. Ich wünsche mir, dass alle sich willkommen und geschätzt fühlen. Weil ich bin überzeugt, dass unsere Verschiedenheiten sind eigentlich ein großer Mehrwert für die ETH. Und wie kannst du das konkret umsetzen? Achte darauf, dass individuelle Grenzen gewahrt werden. Mach du einen Punkt, wenn andere ihn nicht machen. Und steh ein für Respekt.